So viel dazu. Mein Fahrskill ist heute auch on point, muss ich sagen. Ich habe äußerst selten Unfälle oder muss mir neue Fahrzeuge beschaffen. Also das ist schon super. Ich bin schon echt überrascht. Also da ist ein Auto, das besorgen wir uns jetzt aber nicht. Sondern wir nehmen da vorne einfach Polizeiauto. Ja, damit sind wir unbesiegbar. Oh, ich weiß, welches Polizeiauto wir nehmen könnten. Dankeschön. Die Polizei ist dabei. So, ja. Dann würde ich gerne einmal hier einsteigen, weil wegen Munition. Jetzt haben wir 10 Schuss von der Shotgun. Dass sie das Loch immer noch nicht repariert haben, aber wir nehmen den Enforcer. Mit dem Enforcer sollten wir, glaube ich, eine gute Chance haben, wenn ich den nicht nach 5 Metern wieder versenke. Oder wenn wir von unseren Kollegen nicht wieder versenkt werden. Aber da sieht man mal, wie sich die GTA-Teile der letzten Jahre verändert haben. Der Nick hat ja sozusagen entschieden oder sich gewünscht, dass ich die GTA-Reihe der Reihe nach spiele. Also nach GTA 3 wird dann GTA Vice City kommen. Allein weil's das nächste GTA 3 war. In GTA Vice City gibt's auch, da gab's auch zum ersten Mal Motorräder. Das ist auch wissenswert, nennenswert. Ja, da ist eine kleine Macke, aber das war schon vorher. Und ich muss sagen, ich bin schon so geneigt, dass GTA Liberty City eins meiner Favorites ist. Ich mochte die Story um Niko Bellic sehr. Das muss ich einfach ganz klar betonen. Einfach weil es so ist. Und GTA 3 fand ich, einfach weil ich es früher gespielt habe, auf der PS2 wohlbemerkt, als ich, keine Ahnung, da war ich 14 oder so, und das ist schon einer der Teile, was heißt einer der Teile. Also mit dem hat es quasi schon angefangen. Dann kam irgendwann einfach noch dazu, dass ich durch Zufall auf... naja, nicht durch Zufall. Ich war bei einem Kumpel und der hat Peace Meat geguckt und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist nice, das sieht nice aus. Und dann wollte ich das auch machen. Also nicht so... berühmt sein oder so, das ist mir zu dem Zeitpunkt gar nicht vorgeschwebt, sondern dass ich es interessant fand, die Videos davon zu machen. Das macht mir auch bis heute noch Spaß. Mittlerweile ist das Stream auch dazu gekommen und jetzt habe ich
alle Sachen so ein bisschen verbunden, weil ich habe quasi das Spiel, womit beim... Wobei, das ist nicht ganz richtig. Ich habe früher noch Spider-Man 2 gespielt. Aber das gibt es ja leider nicht für PC, sonst würde ich das auch spielen. Wobei, gibt es das für einen Emulator? Mal gucken. Aber auf jeden Fall eines der Spiele, mit denen alles angefangen hat. Dann streame ich gerade und schaue nebenbei auf meinem Handy auch noch den Pizmeet-Stream aktuell und bin da im Chat zum nebenbei so ein bisschen aktiv. Also das ist schon, ja, next level. Hallo? Ich freue mich auch schon total auf den Mexiko Grand Prix heute Abend. Da, ja, erwarte ich Höchstleistung vom Maxi Boy. Von der Stabbe. Könnt ihr mal aufhören, mich hier so wegzutreten, bitte? Hallo, ich habe auch Gefühle. Warum verlierst du das nicht, Mann? Wie brauchst du noch, bis du das verlierst? Ja, ist okay. Jetzt verlier das doch mal, Mann. Natürlich, dreh dich, hey. Ja, ist okay. Hey, kein Thema. Natürlich. Ja, ja. You're going down. Warum verlierst du das nicht, du Wichser? Ich brauche ein neues Auto. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich nehme mir dieses Auto hier. Danke. Jetzt verlier das doch mal. Oder verlierst du das nur, wenn ich das andere eingesammelt habe? Oh Gott, jetzt fängt das wieder an. Nein, lass das. Lass das. Ich möchte nicht mitspielen. Freundlich. Random Kills. Hört auch damit. Habe kein Interesse an eurem. Nein! Nein! Und abgesoffen. Ich hoffe, das Game ist nicht zu laut. Sollte ich mir mal ganz kurz anhören. Der Sirene. Kleiner Moment. Kleiner Moment. Wow. Ich mache euch das mal kurz aus. Steig da in den Ambulanzwagen. Hallo? Ach, lol. Ich darf euch das gar nicht ausmachen, ich Idiot. Weil sonst höre ich das ja auch nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen krass laut. Ich mach das mal so. Das ist ein bisschen krass laut. Entschuldigung.
diese Form der Lärmbelästigung. Das war keine Absicht. Aber mit dem Enforcer sind wir weit gekommen, ey. Der hat echt lange gehalten. Ja, ja, ist okay. Hey, kein Thema. Sonderwegerechte an, ab dafür. Nein, 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 nein. Ja, natürlich. Yay. Oh, danke. Beiden in GTA 3 fahren die Ambulanzwagenfahrer ja wirklich so. Das ist ja nicht mal gelogen. In GTA 3. Wenn der Ambulanzwagen ankommt, dann sieht das halt wirklich so aus, die Karre. Ja, ja. Laber nicht. War das mal klar. Dankeschön. Suspect on foot. So. Ich muss kurz aufs Handy gucken. Ja, dann gucken wir mal, wie das denn aussieht. Bin gespannt, wie weit wir kommen, weil so lange dauert das Spiel tatsächlich nicht mehr. Das kann ich sagen, weil ich das ja schon Let's Played habe. Aber einige Folgen davon sind ja leider kaputt gegangen. Und dementsprechend weiß ich noch ungefähr, wie lange das gedauert hat. Nach dem aktuellen, also da, wo wir jetzt sind und wie es jetzt aussieht. Könnte es passieren, dass wir noch so ein bis zwei Streams brauchen werden, bis wir überhaupt, also bis wir fertig sind. Mal gucken, je nachdem, wie lange ich heute streame. Das überspringen wir wieder. Je nachdem, wenn wir das jetzt in den nächsten zwei Malen nicht schaffen sollten, überlege ich erstmal eine andere Mission zu machen, um ein bisschen da halt mal auch wieder was anderes zu sehen. Und im Zweifel eine Denkblockade zu vermeiden oder zu lösen, je nachdem. Ob schon eine vorhanden ist oder noch nicht. Das kann ich noch nicht so ganz klar sagen. Aber das Taxi da, das ist auf jeden Fall frech. Der Bus da ist auch frech. Da haben wir Sonderwegerechte und Howdy my friend. Was geht? Du und ich, wir haben jetzt ein Meeting. Hallo Polizei, rechts ran und nur aus. Bitte was? Ach, komm schon. Hoppala.
Dann fahren wir jetzt erst zu den Triaden. Hallo, hallo. Hallo, Ibims. Ich bin da. Die Abrechnung. You. How fitting you should choose this moment to show your worthless face. It would appear your attempts to dissuade the Jamaicans from becoming bedfellows with the cartel were wholly inadequate. Yardi pushes line Liberty streets selling packets of spank like they were selling hot dogs. Those cartel pigs are laughing at us. At me. I will give you one last chance to prove my sister's faith in you to be well-founded. Run these scumbags into the ground and wash your shame in rivers of our enemy's blood. Das ist okay. Dankeschön. Was ist denn da jetzt wieder? Achso, ich habe auch Sterne. Ja, gut. Das ist belastend. Dummer Fremd. Ich habe den langen Arm des Gesetzes. Und du hast jetzt nichts mehr. Ich will immer mit Leertaste die Hand können sie machen, aber das ist ja die rechte Maustaste. Das ist belastend. Der Typ wird auf jeden Fall langsam zum Problem, ey. Ein Jahr Lisbeth. Ich kann mich leider nicht verteidigen. So gern ich es würde. Natürlich, ja, immer, ey. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Da mitten im Park ist noch einer. Dann gehen wir den nochmal besuchen und Hallo sagen. Und komm. Dankeschön. Jo, ist okay, danke. Hey. Natürlich. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ich würde gerne dadurch Fragezeichen.